Es ist immer wieder so, dass gesagt wird, ja, das sind ja alles gute Forderungen, aber wir haben ja angeblich kein Geld. Und da kann ich nur sagen, diese Bundesregierung hat sich erklärt, das 2%-Ziel in der Aufrüstung, 2% des Bruttoinlandsproduktes zu bezahlen. Wir sagen, dieses Geld sollte besser im Gesundheitssystem investiert werden. Diese Bundesregierung lehnt eine Vermögensteuer ab. Wir sagen, die Reichen und Superreichen sollen entsprechend bezahlen. Wir fordern sowohl eine Vermögensabgabe wie auch eine Vermögenssteuer. Wir brauchen Umverteilung von oben nach unten, nachdem über Jahre und Jahrzehnte von unten nach oben die Umverteilung stattgefunden hat. Geld ist genug da, es ist nur in den falschen Händen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, der DGB ergänzt uns immer gerne. Ja, du hast es gesagt, es geht darum, das Geld umzuverteilen von oben nach unten ausnahmsweise mal. Und der DGB hat jetzt auch gerade neulich wieder sein neues Steuermodell vorgestellt. Das hatten wir vor einiger Zeit schon mal, das ist jetzt überarbeitet worden. Und das führt dazu, dass 95% der Beschäftigten und auch der Bevölkerung entlastet werden und nur 5% mehr zahlen müssen. Das würde zu einer Gerechtigkeit führen, wie wir sie uns als DGB auch rechnerisch tatsächlich vorstellen können, ohne größere Maßnahmen, ohne größere Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse, die man natürlich auch nochmal in Frage stellen sollte, die aber jetzt in diesem Steuerrechnermodell nicht berücksichtigt worden sind. Das ist möglich, dass 95% entlastet werden und nur 5% mehr bezahlen. Und diese 5% am oberen Ende der Einkommensskala, die können es sich auch leisten, etwas mehr Steuern zu bezahlen, damit eben zum Beispiel Krankenhäuser besser finanziert werden und hier sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die Dienstleistungen und die Arbeit an der Patientin und am Patienten noch besser werden. Deswegen wollte ich ergänzen, das DGB-Steuermodell kann man sich auch auf der Webseite ausrechnen, wie es das für einen persönlich bedeuten würde, wenn dieses Modell eingeführt wird, um eben da die Umverteilung, sprich die unteren Einkommen zu entlasten und die mittleren und nur die oberen 5% mehr zu belasten. Das nur kurz als Ergänzung. Ich gebe zurück ins Studio. Ja, schönen Dank. Philipp, du hast es angesprochen. Es geht nicht nur um Umverteilung, es geht auch um Eigentumsverhältnisse. Wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass immer mehr der Kliniken privatisiert werden und immer mehr auf einmal der Gewinn und nicht mehr die Gesundheit der Patientinnen und Patienten im Vordergrund steht, dann ist das genau die falsche Richtung. Wieso sollen Kliniken Profit machen? Die Feuerwehr macht auch keinen Profit, die Polizei macht auch keinen Profit und es gibt überhaupt keine Veranlassung dafür, dass Kliniken auf Profit ausgerichtet sein müssen oder sein sollen, sondern wir brauchen Kliniken, wo die Gesundheit der Patientinnen und Patienten wieder im Mittelpunkt steht. So, wenn ihr Ergänzungen, Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne auch hier machen.